Moin Mädels, moin Jungs. Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski und ich melde mich hier einer Kurzreportage über die Zombie-Invasion in Verdansk, also der Earth. Wie einige von Ihnen vielleicht mitbekommen haben, befinden wir uns in der Saison Nummer 2 in Call of Duty Black Ops Cold War. In dieser Erweiterung erhalten Sie neue Karten und Spielmodi, denen Sie Ihr Können trainieren können. Für alle Interessierten empfehle ich, einen Blick in die Videobeschreibung zu werfen und mit voller Freude in die zweite Saison von Call of Duty Black Ops Cold War einzusteigen. Und nun wünsche ich viel Spaß bei der folgenden Übertragung. Film ab! Ach, heute mit Ihnen, Herr Meier. Ja, wir haben uns ja letzte Woche erst gesehen. Wie geht's der Frau? Ja, also mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski. Ich bin Doktor und Professor der Internationalen Biologiezentrale München. Normalerweise wohnhaft in Spandau bei Berlin. Nicht in Berlin, bei Berlin, muss man dazu sagen. So ein eingeschworener Kreis mittlerweile. Also die lassen wir nicht rein, die Berliner, ist klar. Hallo, mein Name ist Professor Dr. Störsi. Jahrelang renommierter Lehrer, damals die 4B in Stuttgart. Unterrichtet. Grüße an meine 4B-Jungs. Ich bin eine Zeit lang musikalisch gewesen. Mama Mia, Mama Ma. Grundsätzlicher Ohrwurm, der schon immer für mich eine Rolle gespielt hat. Und ich habe auch schon die ein oder andere Biogefahr untersucht, sagen wir jetzt letztendlich. Also, Grunde genommen. Und ich bin der Mann für den Job, ist klar. Also, das kann ich auch alleine. Aber wenn sie mir einen Azubi mitschicken, kein Problem. Den Kuschinski, ja. Den habe ich da direkt getroffen. Verrückter Kerl. Aber höchst kompetent. Ja. So. Achtung, Einsatzteam ist da sind Sie! Was machen Sie hier? Ich dachte, Sie sind nur Mitarbeiter in dem Hubschrauber. Nee, ich bin Professor Doktor für Biogefahren und Biotechnik und... Oh, hoppala, da ist ein Barter abgeflogen. Ja, da ist er, dieser... Typ! Ja, mein Name ist Dr. Professor von und zu Kato de Kalle Kuschinski und ich bin von Natur aus schon wirklich stark in solchen Sachen. Und deswegen haben die gedacht, ich bin der absolute Experte und den schicken sie jetzt hier vorbei. Also mir haben sie gesagt, ich bin hier der Experte. Nee, ich bin hier der Experte. Nein, ich bin hier der Experte. Ja, also der ist mir komplett auf den Sticker gegangen, ne? Wie heißen Sie überhaupt? Professor Dr. Störsi, S-T-E-R. Und dann ein großes Z. Störsi, da kann man ja dabben. Ja, Herr Störsi, dann lassen Sie uns doch mal die Alumanie überprüfen da oder was oder wie. Oder? Gerne. Für die Wissenschaft! Ja, das, was mir an dem Herrn Störsi aber dann letzten Endes doch ganz gut gefallen hat, ist, dass der, ja, wie soll ich sagen, ein gelassener Typ war, ne, irgendwie. Dadurch, dass ich jetzt schon 13 Jahre an, wie heißt denn das? Outbursts, glaube ich, leide. Naja, muss ich Tabletten nehmen und die habe ich vergessen. Gebe ich zu. Naja. Aha, was haben wir denn hier? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich bin vergiftet. Sie brennen! Eine Biogefahr! Biogefahren müssen ausradiert werden. Herr Kuschinski. Ja. Wollen wir mal die Zivilisten fragen, wo es hier lang geht? Ah, die sehen da ganz nett aus. Entschuldigen Sie, meine Herren. Moin Mädels, moin Jungs. Oh Gott! Ich mach Herr Kuschinski! Ja. Also, da muss ich sagen. Oh, das wollte ich nicht. Oh, der ist aber zurück mit einem Backflip. 360, der hat er sich aber verdient, du. Herr Störsi, das hat mir gut gefallen. Jetzt machen Sie sich nicht ins Butterhemd. Das war ein Mensch. Wurden Sie nicht gebrieft oder was? Die kommen alle aus Bielefeld. Die sind nicht mehr normal, die Leute. Da kannst du klicken. Ja, ja. Ach so. Ja, ja. Bielefeld muss verdichtet werden. Oder nicht? So, hier, wenn ich mal demonstrieren darf, hier hat man die Möglichkeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Oder mal zack. Oh, da knallt's. Oh, da knallt's. Ja, da knall ich sie halt. Oh, da knallt's. Oh, Hund! Aua! Heiß! Den hab ich. Herr Dr. Kuschinski. Das hat gezischt. Aber wie? Ja, also Erwartung war erst natürlich, da Gesteine zu untersuchen, verstehen Sie? Oder Waldboden. Aber dass dann da so ein Herr einen über die Schulter sabbert, fand ich überraschend. Hier, sehen Sie das? Ja.
Könntest du da mal so eine Duftprobe nehmen, da hier von dem Stoff? Ich würde das X24er Extraktionsverfahren nutzen, wenn Sie wissen, wie ich meine. Ja, absolut, absolut. Oh, da bin ich hier. Oh, da kommt ein Drache raus. Was? Da würde ich mich verziehen. Was? Raus aus der Nummer. Das war aber nicht so ein Protokoll festge... Oh, der snackt die Leute. Herr Koschinski, wir müssen die Biogefahren in der Nähe töten. Oh, kaboom. Oh, eine Atombombe. Ja, ja. Aber was hat er denn jetzt? Ist das unser Freund, sag mal? Ja, ja, der frisst die Bielefelder. Ach so, sie haben... Oh, mein Goodness. Da haben sie was aufgebaut. Ja, das war das X24er-Verfahren. Das kennst du doch. Ich selber habe das noch nie in Aktion gesehen. Bin ich early. Oh! Ja, Abflug. Tschüssi. Up in the way. Sag ich immer. ja, also, wie Sie sehen, die Bielefelder sind böse. Die sind sauer. Das Problem liegt nämlich daran, die Biogefahr ist da entstanden. Viele Menschen haben den Wohnort der Bielefelder nicht ernst genommen, nicht akzeptiert und auch nicht wirklich als existent betrachtet. Könnt ihr auch für mich nicht an Hand zu beschmeißen? Ja, also der ist mir komplett auf den Sticker gegangen, ne? Ja, wollen wir weiter oder wie ist jetzt Ihr Plan? Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Also. Herr Koschinski, ich bin mir der Lage nicht ganz sicher. Ja, wie, was, nicht sicher? Wissen Sie eigentlich, worauf Sie sich hier eingelassen haben? Was wurde Ihnen denn eigentlich berichtet? Mir wurde berichtet, dass Sie Bio gefahren sind, aber dann haben Sie mir plötzlich eine XM4 in die Hand gedrückt. Ja, ist doch ein ganz normaler Sonntag. Ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist. Nee, warte mal, heute ist Mittwoch, ne? Ja. Ah ja, stimmt ja. Heute ist wieder Mittwoch, da machen wir wieder Ramtamtam. Finde ich gut. Sie haben eine schöne Singstimme, Herr Dr. Professor. Maria Kron. Oh, ich nehme mal eine Probe von dem Eau de Toilette. Ach, ich denke mal, wir wissen beide, was das heißt, ne? Gehen Sie mal ins Eau de Toilette, das ist sehr interessant. Ich glaube, das ist das Ende im Gelände, oder nicht? Das schmerzt. Ah ja, sehr interessant. Das schreibe ich mir auf. Habe ich hier ein Buch oder so? Also, Moment. Ja, dann ritze ich es mir halt in meine Haut. Darauf muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. So, ich habe einen Schluck genommen. Entschuldigen Sie. Boah, der hatte Geschmack in der Backe. Hey. So geht das. Ne? Interessant. Dann könnte man in die Comments schreiben, wie ihr das raten würdet, von 1 bis 10. Schauen Sie doch mal da vorne. Ja. Ja, da können Sie gerne vorgehen. Da muss ich sagen, bleibe ich gerne hinter Ihnen. Ducken Sie sich mal. Entschuldigen Sie! Hä? Hey, ist aber Spitze, oder was? Entschuldigen Sie! Wow. Das sieht nicht normal aus. Bin ich early? Das wird ja immer lauter, Herr Koschinski. Ich beschleunige die Ethereum-Verseuchung in dieser Region. Sprengen Sie ihnen Stücke. Okay, Herr Major, machen wir. Also, der Major hat mich gerade angeklingelt auf mein WhatsApp und hat gesagt, yo, mach mal weg den Bums. Hä? Was? Herr Koschinski, das kann ich mir mit keiner Formel der Welt erklären. Ich platziere. Aufgabe. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott! Das war in keinster Weise, wie es mir beschrieben wurde. Verstehen Sie mich? Wie soll ich denn so weiterleben? Mit der Erkenntnis über solch teuflisches Werk, über solche Gefahren in dieser Welt. Der kommt durch jetzt da! Schieß ein, Feuer frei! Oh mein Gott! Heilige Mutter Maria Gottes! Mama mia! Ihr predigt Schnitzel, ja! Was singt ihr denn jetzt? Ich war mal Musiker früher. Ach so. Biogefahren müssen verdichtet werden, ne? Das ist Ihnen klar. Ja, deswegen sind wir ja hier. Ja, ja. Mama mia. Kennen Sie den? ja. Damals in den 70ern, da habe ich rausgebracht. Die Hunde! Was? Nach oben! Nach unten! Hilfe! Ich kann das nicht! Wow! Boah, Wahnsinn! Weißt du, kannst du keinem erzählen, was du hier erlebst. Stell dir mal vor, wir müssen irgendwann ein Interview machen und anderen Leuten davon erzählen, was wir hier für einen Blödsinn erleben, Herr Störsi. Das darf niemals an die Öffentlichkeit. Wenn uns wer fragt, sagen wir einfach, wir hatten alles unter Kontrolle. Wenn ich wem erklären müsste, was hier abgegangen ist,
könnte ich es nicht. Ich kann Ihnen das erzählen. Wir sind in ein intergalaktisches, abnormales Zeitvakuum integriert worden, nachdem wir den Sprengsatz bei dem Kristall aktiviert haben. Der hat uns in eine andere Dimension gezogen, das sich wie ein Traum angefühlt hatte. Und letzten Endes ist aber alles immer noch Bielefeld. Herr Störsi, nehmen Sie mal die Waffe aus der Hand. Kommen Sie mal kurz her. So, jetzt meditieren wir mal eben. Machen Sie mir einfach nach. Einmal aufpassen und dann mitmachen. Verstehen Sie? Gerne. Das ist einfach, um wieder ein bisschen runterzukommen. Geht's Ihnen wieder besser? Irgendwie schon. Naja, und dann meint halt so ein Typ, ich hätte abgeschmatzt. Aber ich hab gar nicht abgeschmatzt. Ich hau dem selber eine rein, ne? Aber nicht so radikal, so rustikal wie auf der Straße, sondern nach allen Regeln der Kunst, der Wissenschaft. Nach Lehrbuch. Wer ist er denn? Das? Hallo? Oh mein Gott, oh mein Gott! Herr Kusinski, jetzt haben Sie die Nachbarschaft hier sauer gemacht! Ah, ich brenne! Wo ist er hin? Ah, der ist im Haus! Ah! Herr Kusinski, schießen Sie! Das ist der General! Oh mein Gott! Da wird hier mal erstmal die Superpower aktiviert! Bam, 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 bam! Die Bedrohung wurde zerstört. Herr General, ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, dass es so nichts wird. Irgendwann werde ich mich an ihn rächen. Das ist ein alter Freund von mir. Ich war mal mit dem auf einer Insel. Ja, hat er jetzt davon. Melden Sie sich nie wieder bei mir! Nie wieder! Nie wieder! Nie wieder! Gerne wieder. Also absolut easy der Job gewesen. Die Biogefahr haben wir unter Kontrolle bekommen, bin ich early. Also das haben wir locker aus dem Handgelenk geschüttelt, das Ding. Und letzten Endes haben wir die Proben mitgebracht, die sie halt wollten, ne, für den Auftrag. Und den 1 Euro, den stecke ich mir in die Sparbüchse. So. Dies mit Kaffee.